Hallo und zurück im schönen Morrowind. So, wir schauen mal, was unser Guar macht. Den haben wir in der Taverne gelassen, ne? Einen schönen guten Morgen. Wie geht's denn meinem Guar? Oh, ja. Ach, der hat ordentlich Ärger gemacht. Echt? Wirklich? Moment. Du willst etwas? Wo ist denn... Woher stammt ihr? Was ist denn mit meinem Guar passiert? Was soll ich sagen? Er hat hier ordentlich für Ärger gesorgt, hat alles umgeworfen, hat mit seinen Zähnen alles angeknabbert. Wir mussten ihm den Chaos machen. Das ist nicht euer Ernst, oder? Sprecht! Ich habe mich schon dran gewöhnt. Die 2 Sekunden, die wir ihn hatten. Wie sieht's denn eigentlich mit unserer Esserei aus? Wir könnten was braten, ne? Wir haben gar nicht mehr so viel zu essen. Sehe ich gerade. Wenn ich es richtig bedenke, sollten wir vielleicht sogar mal was zu essen kaufen. Hast du eigentlich noch was? Das ist nur Haut. Ja, wir sorgen mal dafür, dass hier, ne? Dass der beseitigt wird hier. So. Bitte, sprecht nur. So, du. Ich bräuchte. Ich bräuchte was zu essen. Ein paar Würste. Würste sind super. Ich nehme alles an Würsten, was du hast. Was können wir denn noch? Ja, Käse schließt immer den Magen, ne? Und der ist auch gar nicht so teuer. Ein bisschen Brot wäre natürlich auch nicht so schlecht. Das ist der Würste um Brot, ne? Ich glaube, das ist gut. So, und dann wollen wir schauen, ob wir es schaffen, vielleicht 105. Komm. Ich glaube an dich. Na gut. Dann 110. Komm, 110 ist wirklich schöner. Den kriegen wir nicht mit 110. Aber 119 ist doch... Was? Kein 119? Das ist jetzt aber mein letztes Angebot. Komm, 123. Hey. Unsere Falscherei, ne? Also unsere Wortgewandtheit ist immer noch... Naja, wie will ich sagen, ne? Schön ist ein anderes Wort. Wir sind hier für eine Versammlung. Meine Zeit ist kostbar. Fasst euch also kurz. Ist ein bisschen blass um die Nase rum. Na, ich weiß nicht. Geht's dir gut? Ja. Mir geht's eigentlich sogar sehr gut. Und deine Augen so rot. Ach, das habe ich schon von Geburt an. Muss an dem Vulkan liegen. Echt? Denkst du? Ja, dann lasse ich euch mal in Frieden. Ich hatte Geduld mit euch. Strapaziert sie nicht. Und wir müssen ja, soweit ich mich noch erinnern kann, südlich von... südlich von Belagiat irgendwas erledigen. Da müsste ein Ahnengrab sein. Sieht man das eigentlich jetzt schon? Achso, ich gehe nördlich. Wieso gehe ich eigentlich nördlich? Wir müssten aber südlich. Da müsste ein Ahnengrab sein. Ja, da waren wir noch gar nie so richtig. Nee, dann... Richtungswechsel. Kurzer Richtungswechsel. Wieso gehe ich nördlich und sag südlich? Ja. Manchmal, ne? Manchmal denke ich... Moment... Um den werden wir uns mal gleich kümmern hier. Schön. Das war nichts. Hey, was ist denn da los? Ich glaube, meine Maus hat irgendein Problem. Warte, ich gehe nochmal hier rein und wieder raus. Vielleicht bringt das wieder alles ins Lot. Nee.
Irgendwas ist mit meiner Maus. Sag ich euch. Schaut hin. Mist. Ich sag euch, meine Maus hat irgendein Riesenproblem. Aber das ging doch beim ersten Mal, ne? Warte mal, wir machen es mal so. Aber hier geht's doch auch. Schaut hin. Hier, nimm das doch an. Eieiei. Verrückt. Ach, was ist denn da los? Jetzt. Hä? Ach komm. Hör doch auf. Ach komm. Ich hasse es. Jetzt. Aber jetzt haben die getroffen. Das macht mich wahnsinnig schon wieder. Wir tun hier einfach Pfeile verbrauchen, die wir nicht verbrauchen müssten. Okay, jetzt gehe ich hin. Das reicht mir. Ach, jetzt geht's. Danke. Das ist schon traurig. Ich hoffe, dass ich das wieder geht. Ich glaube, das hat was mit meiner Maus zu tun. Die macht nicht das, was ich wohl will. Wir müssen schon wieder eine neue Maus kaufen. Die Viecher hier, die sind ja super, ne? So, wo ist jetzt die... Ach, da unten. Das könnte das Grab sein. Was soll man überhaupt holen? Moment, ich muss mal in meinem Tagebuch lesen, was wir das holen sollen. Richtung wie weg, sie können eine magische... Achso, ja, mit dem Geistern, ne? Was soll man denn da drinnen holen? Ein verzaubertes Schwert könnte von Nutzen sein. Ja, aber... Ja, schon. Aber... Schau mal gut, sagt die Adrian, befindet sich... Ja, aber warum eigentlich? Was ist unser Auftrag? Was ist unser Auftrag? Die Ahnengruft. Hier, ne? Ich soll einen Schädel von Levule Andrano, einen Schädel soll ich rausholen. Ne, dann holen wir mal einen Schädel raus. Hoffen wir es. Dass wir es schaffen. Wer ist denn das hier? Alles klar, Junge? So, draußen. Bringen wir dies schnell hinter uns. Grüße, Fremder. Ich bin Bacola Atreus und folge dem Pfad. Welchem Pfad? Na, dem Pfad. Ja, welchen? Na, diesen hier. Rechts, links, rechts, links. Du bist durchgedreht, oder? Na, junger Mann. Folge dem Pfad. Na ja, gut. Wer dem Pfad folgt, folge dem Pfad, ne? So, ist das jetzt hier die Andrano? Oh, warte mal, da gibt's doch Bären hier, oder? Ein Getrappel hier. Jeps. Schön. So, wollen wir gleich oder später? Was brauchen wir hier? Wir brauchen hier wahrscheinlicherweise... Eine Feuerklinge oder sowas, ne? Oder halt so einen grausamen Funkenpfeil. Wir haben keinen... Ah, wir hätten...
Wir hätten mal schauen sollen in der Festung oben, ob die vielleicht Silberpfeile haben. Das wäre natürlich super gewesen, aber auf die Idee bin ich natürlich wieder nicht gekommen. Ansonsten werden wir merken, wir kommen hier nicht weiter, ne? Dann müssen wir das auf alle Fälle machen. Oh, da liegt schon jemand. Schon jemanden rumeiern. Einen Schädel brauchen wir, ne? Können natürlich auch in einer so einer Urne drin sein, oder? Nee, das sind wahrscheinlich nur. Das ist wahrscheinlich nur Knochenmehl, ne? Das sind keine Schädel. Uah. Nach recht gut aus. Angriff könnte für uns gemacht sein. Wir könnten natürlich auch unseren Ahnengeist mal rufen. Das wäre auch nicht die schlechteste Idee. Und ihn, Ektoplasma wahrscheinlich, ne? An unserer Seite bringen. Ich gehe mal drauf zum Ahnengeist. Der könnte uns ein bisschen helfen. Wo ist er denn? Rolle. Warte mal, der muss doch weiter oben sein. Hier. Hatten ihn schon lange nicht mehr, ne? Wollen wir speichern? Nee, ne? Der heilige Velut. Ich will mal nicht dran beten oder irgendwas. Das sieht aus wie ein Dädra oder was. Seif, ich beschwöre lieber mal. Jetzt habe ich dich in den Weg gestellt, ne? Das ist so eine gute Idee, wa? Achso, halt. Ach du grüner Mann. Ich sehe dich schon. Das sind die. Aber wartet mal, das können wir doch. Au! Au! Moment! Warte mal, halt! Huh! Lebensring? Au! Au! Oh! Wartet! Bogen raus! Oh oh! Ich habe gedacht, das geht hier einfacher. Heieiei. Okay. So wird es gemacht. Puh. Gefährlich, ne? Ist hier noch irgendjemand? Das war nicht ohne. Ich will mich eigentlich jetzt nicht mit dem Knochenmehl hier belasten. Aber hier gibt's ja gar nichts. Das war ja ein Dead End. So ein Mist. Aber vielleicht hat der irgendwelche Pfeile. Oh ja. Oh ja. Können wir die alle mitnehmen? Natürlich super. Was ist denn der für einen Langbogen? Der ist aber schlechter als unsere. 1 bis 20, ne? Hier. Nee, der ist besser. Na, wartet. Dann kommst
du hier rein? Der ist tatsächlich besser. Wer hätte es gedacht? So, Funkenpfeil. Die können wir eigentlich gleich ausrüsten. Oh, seht ihr? Ach. Was haben wir denn wieder dabei für Blödsinn? Was uns so viel... Ach, das Silberschwert, ne? Naja, was heißt das Silberschwert? Ach, mit dem Silberschwert können wir auch draufhauen. Die Funkenklinge. Die lassen wir jetzt da. Oder wie viel hatten die? 8 Gewicht. Das ist Gewalt. Das ist eine echte Gewalt. Ah, wir haben immer zu viel. Wir wollten, glaube ich, nochmal... Ich glaube, jetzt weiß ich es wieder. Wir wollten eigentlich nochmal nach... In unsere Wohnung. Nach Margan oder wo die ist. Na, dann muss die Feuerklinge jetzt hier. Dann nützt ja nichts. Ja, die Eisenpfeile kann ich jetzt nicht mitnehmen. Ne? Wir können mal... Wir müssten uns mal merken, in der Andrano... Bei so einem Skelett hier, da liegen Eisenpfeile. Aber okay. So, wir brauchen aber trotzdem nochmal... Nee. Wir brauchen trotzdem nochmal den Lebensring. Denn der hat uns ja im Grunde ein bisschen geholfen. Ja. So, und dann weiter. So, hier war jetzt alles in Ordnung. Gehen wir mal hier rüber. Ist jetzt eigentlich schon... Aha. Dann nehme ich mal gleich... Und werde auch gleich mal hier die 44 Pfeile hier anlegen. So. Bin bereit. Für neue Schanddaten. Speichern wäre vielleicht nicht schlecht, ne, aber... Ihr wisst, speichern wir es so. Ungern. Obwohl es ja eigentlich nichts macht. Ja. Nein, hör auf mit deinem Blödsinn. Gut, dass wir unseren Lebensring haben. Der ist Gold wert, sag ich euch. Und unseren beschworenen Bogen, ne? Der ist auch Gold wert. Aha. Ja, schauen wir gleich rein. Aber schauen trotzdem erstmal hier runter. Boah, ist das ein... Das ist eine Atmosphäre, ne? Und hier. Verdammt! Ah, Mist. Okay. Schauen wir nochmal runter. Ja, die Pfeile sind nicht schlecht, finde ich. Sieht eigentlich... Ganz gut, also hier hinten geht's weiter. Warte, ich schau nochmal hier um die Ecke. Aha, da geht's runter. Hm? Schauen wir uns erstmal um, ne? So, mein Freund, hast du vielleicht... Natürlich nicht. Da brauchen wir uns gar nicht erst drum zu bemühen, aber der hier... Ja, noch mehr von diesen Pfeilen. Das finde ich super. Nur, ja, das finde ich nicht so super. Ja, unser Gewicht, das macht uns echt zu schaffen, ne? Ich weiß noch nicht, was wir dagegen machen, um ehrlich zu sein. So, wir suchen nach einem Schädel, ne? Hä? Hä? Nach einem Schädel. Ja, ansonsten müssten wir halt ein bisschen was von dem... Oh, Treugewachs. Ah, ansonsten müssen wir eben... Wie viel... Nee, nicht Oschesalz, sondern Knochenmehl
Wo haben wir denn Knochenmehl? Wir müssen noch jede Menge Knochenmehl haben, oder? Rot. Hä? Ektoplasma. Aschesalz. Feuersalz. Wo haben wir denn... Wieso haben wir kein Knochenmehl? Wir haben doch jede Menge Knochenmehl aufgenommen, oder? Ich habe doch... Beim letzten habe ich doch auch das Knochenmehl aufgenommen. Genau, iss mal was, trink was. Dann können wir nämlich wieder los. Es könnte Aschesalz sein, wenn ich es aufnehmen könnte. Vielleicht, wenn ich nochmal hingehe. Komm, wir machen mal zu. Das ist ja... ist ja ganz schön spooky hier. So, wir haben immer noch kein... Schaut hin, wir haben doch hier aus den Urnen und so, haben wir doch hier das Knochenmehl raus. Muss ich trotzdem nochmal rein. Wo könnten wir denn, Entschuldigung, das Knochenmehl... Hier ist doch Treugewachs nur. Hier ist Aschesalz. Aber hier ist nicht ein Stück Knochenmehl. Du bist doch nicht raus. Doch, oder? So, was haben wir hier noch? Ein Brettpilz. Ja, wir können jetzt nichts aufnehmen. Eine Kiste. Ja, plündern wir ein bisschen. Silberdolch, Moment mal, 4 bis 5. Und was haben wir hier? Ein Kurzschwert. Ja, das... unserem Waldelf, dem kräuseln sich seine Haare, ne? So, ich glaube, wir müssen erstmal einen Schluck trinken. Damit wir hier nicht verdursten. Nämlich der Hals. Der ist total trocken. Hier drin wäre natürlich super, wenn hier der... natürlich nicht. Eine nordische Kriegsaxt. Na, danke. Wenn der Schädel hier drin gewesen wäre, aber wir müssen weiter. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass... ich schau nochmal in eine Urne. Obwohl, in den Urnen könnten natürlich auch irgendwelche Diamanten sein, ne? Da ist ja unser Waldelf jetzt ziemlich schmerzfrei, ne? Der greift da rein, ne? Also, da kenne ich nichts. So, werden jetzt trotzdem mal speichern. Nicht, dass noch irgendwas Böses passiert. Ich mag jetzt nicht sterben, um ehrlich zu sein. Das ist nicht so wie bei Fallout, wo wir gesagt haben, wir speichern nur am Anfang der Folge oder vielmehr dann am Ende der Folge. Und dann, wenn es dazwischen... wenn dazwischen der Tod kommt, dann ist es einfach so. Obwohl das steigert die Spannung natürlich ungemein, ne? Das muss man natürlich sagen. Aha. Verdammt. Ah, ja. Wollen wir gleich, weil das sieht irgendwie böse aus. Wollen wir gleich den Langbogen beschwören? Oder den Ahnengeist nochmal? Oder natürlich den Knochen... Nee, der Ahnengeist ist schon super. Der braucht man nicht so viel, ne? Glaube ich. So, warte, mein Freund. Und fort. Lass mich durch. Was ist jetzt? Okay.
ist natürlich jetzt blöd. Uah. Der kann mich anstecken, oder? Der kann mich doch anstecken hier. Oh, die Gemälde sind natürlich, ne, total verstörend. Ein Buch. Kann der mich anstecken hier? Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Es ist in diesem Beutel hier. Ja. 0,5. Nee, wir können es leider nicht. Aber ich weiß nicht, wie schwer das der Schädel dann ist. Wir haben leider nichts mehr hier. Was ist das hier? Ja. Ja, ist schon schön, aber. Alles sehr schön, aber. Nee, wir brauchen eigentlich gar nicht mehr in die Urnen hier rein. Was sind das eigentlich? Ach, die 36 leeren des wie weg. Ach, hier übrigens. Almsivi. Ach, Almsivi ist doch dieser Zauberspruch. Oder vielmehr die Rolle, ne? Oder was auch immer. Wo wir irgendwohin teleportiert werden. Ich weiß nicht warum. Ich bin der Charmat. Ich bin der Älter. Was? Ich bin älter? Nee, ich bin älter als die Musik. Ich bringe das Licht. Ich bringe einen Stern. Ich bringe ein altes Meer. Wenn ihr schlaft, dann seht ihr mich. Wie ich in der Mitte tanze. Das ist kein Trug, es ist mein Haus. Ich habe einen Stern in den Mund der Welt gelegt, um sie zu vernichten, ihre Säulen zu stürzen. Meine blinden Fische schwimmen im neuen Philogiston. Stürzt ihre Säulen, meine Tauben. Monde singt und brennt und dreht euch um mich. Ich bin älter als die Musik. Ich bringe das Licht, ich bringe einen Stern. Ich bringe ein altes Meer. Ist es auch so ein Dädra oder ein Ädra? Ne, es könnte nur ein Dädra sein, ne? Nur ihr allein könnt vertreiben. Aber um wen geht's denn da eigentlich? Der herrschende König wird ihn schaffen, verdrängen. Sein größter Feind ist Charmat. Von Velut. Ach, das war auch der Schrein von Velut, ne? Da haben wir ja gesagt, da werden wir lieber nicht beten, ne, an diesem Schrein von Velut. Das Ende aller Worte ist Almsivi. Das haben wir aber gemacht, ne? Wir haben doch eine Almsivi-Schriftrolle oder irgendein. Ja, irgendwas, wo wir. War das eine Rolle? Gar nicht mehr sicher. Göttlicher Eingriff haben wir, aber wir hatten auch einen Almsivi. Hier. Almsivi-Intervention. Keine Ahnung. Wie schwer ist denn das Ding? Ja, hab ich mir schon gedacht. So, wir brauchen einen Schädel, mein Freund. Sieht zwar aus wie ein Schädel, ist es aber nicht. So, nehmen wir mit. Arkane Trank wäre super. Wiederherstellen Glück, ne? Ah, das ist aber ein Gewicht. Blitzresistenz. Ne, für den Wert und überhaupt. Eher nicht. Na dann, weiter geht's. Hat man den schon angeschaut? Ja, ne? Nächste Tür. Was bringt sie uns, ne? Hier beten sie, ne? Hier knien sie sich hin. Und da vorne, da steht einer. Und der erzählt von Almalexia? Almalexia. Kommt mir so bekannt vor, Almalexia, die Gesegnete. Hatten wir nicht irgendwas mit der gesegneten Almalexia? Oh, ich vergesse alles wieder. War das nicht irgendwo in einem Grab? Oder? Nein. Sotasil.
einen tiefen Schacht und begann darunter Steine zu bewerfen. An Skrip. Nee, Skrips gegen Skrips, das machen wir nicht, ne? Er kicherte dabei boshaft. Bitte habt Erbarmen, sagte Sota Sill. Kleiner Junge, denn was? Für euch nur ein Sport ist, bedeutet für uns Leid und Tod. Oh. Ach, das sind wieder so, so Gleichnisse, ne? Das hat man, glaube ich, schon mal. Haben wir das nicht schon mal sogar ganz? Interessant. Der zweifelhafte Halt. Das sind schöne kleine Geschichten, ne? Schöne kleine Geschichten. Ja, aber die sind schön. Also, das kann man sich anhören. Die sind gar nicht so böse hier vielleicht, ne? Wir denken immer nur, die sind böse hier, aber die sind's gar nicht. Ja, ich lass mal da. Nützt ja nix. So, habt ihr eigentlich schon einen Schädel gesehen? Von Levu Lubu Lubu? Levu irgendwas? So, hier waren wir jetzt schon überall drin, ne? Hier ist immer raus. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal... Da gibt es doch noch einen anderen Weg nach unten. Nämlich diesen hier. Dann werden wir mal diesen versuchen, ne? Verdammt. 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 Nee, gut. Sehr schön. Noch jemand? Oh, ich finde die Pfeile super übrigens. Die Pfeile sind echt traumhaft. Damit kann man leben, ne? So eine Urne. Aber jetzt hier muss es sein, ne? Mehr Möglichkeiten gibt's nicht. Bäh. Ein Ghoulherz. Nehmen wir mit. Okay. Hundefleisch lassen wir da. Das macht mir jetzt ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Achso, wir nehmen alles mit. Weil wir haben noch keinen... Verdammt. Wir haben noch keinen Schädel. Habe ich übersehen irgendwo? Wahrscheinlich. Einen blöden Schädel übersehen. Das ist weniger gut. Denn dann müssen wir nämlich nochmal alles absuchen, wenn ich diesen Schädel übersehen habe. Oder? Wartet mal. Achso, ja, hier waren wir ja. Ha. Wo könnte der blöde Schädel sein? Der kann ja im Grunde nur... Wir sind von hier gekommen, ne? Haben wir jetzt eigentlich schon alles abgefrühstückt? Im Grunde kann er ja nur hier unten sein. Wow. Oh, wahrscheinlich sogar ganz unten. Hier. Haben wir den irgendwie hier unten vergessen? Wir waren schon überall drin. Echt? Hier, ne? Haben wir hier alles aufgemacht? Hier ist doch ein Schädel. Ah. Der strahlt mich an, der Schädel. Und hier ist ein Bild, ne? Na gut. Dann hätten wir auch das und dann können wir für heute erstmal Schluss machen, ne? Und bringen dann den Schädel zurück. Wenn im Billag Yard vielleicht nochmal... Ja, vielleicht haben wir noch ein Zimmer. Können wir nochmal schlafen. Können uns vielleicht eventuell oben ein bisschen noch ausrüsten oder was verkaufen. Aber eigentlich haben wir gar nichts Großartiges zu verkaufen, ne? Und wollen wir schauen... Wie wir dann weiterkommen und gehen dann zurück nach Balmora, ne? Machen wir einen schönen Spaziergang zurück nach Balmora. Schauen uns was von der Gegend ein bisschen noch an, ne? Und ich sag für heute ciao, ciao, ciao.